hier, Sunny Highway ist wieder hier. Hallo Kinder, hallo ihr, Sunny Highway ist jetzt hier. Mit Singen und Spielen, ja, das ist doch klar. Geht zum Himmel schnell, viel Schritt. Komm doch einfach mit. Hallo Kinder, hallo ihr, Sunny Highway ist wieder hier. Hallo Kinder, hallo ihr, Sunny Highway ist jetzt hier. Wir wollen euch zeigen, was Freude macht und weil er heut reden will. Lauschen wir ganz still. Hallo Kinder, hallo ihr, Sunny Highway ist wieder hier. Hallo Kinder, hallo ihr, Sunny Highway ist jetzt hier. Hallo Kinder, hallo ihr, Sunny Highway ist jetzt hier. Hallo liebe Kinder, ich freue mich, euch begrüßen zu dürfen zu unserer Sunny Highway Kinderstunde. Und ich mache heute mit euch die Einleitung. Und zwar habe ich gedacht, ich erzähle euch ein bisschen etwas über Boote und Schiffe. Und zwar habe ich eine Frage an euch. Was denkt ihr, war das erste große Schiff auf dieser Erde? Wisst ihr es? Richtig, das war die Arche Noah. Die habt ihr euch wahrscheinlich immer so vorgestellt bisher. So hat sie mit Sicherheit nicht ganz ausgesehen. Sie war einiges größer. Und zwar war die Arche Noah 133,5 Meter lang, 22,3 Meter breit und 13,4 Meter hoch. Ganz schön groß, oder? Ich habe auch gestaunt, als ich das gesehen habe. Ich habe mal so einen Nachbau besichtigt und das ist wirklich eindrücklich, was das für ein riesiges Schiff ist. Übrigens baut man heute Schiffe immer noch mit dem gleichen Längen- und Breitenverhältnis wie die Arche Noah. Ist das nicht unglaublich? Das heißt, wenn man heute so ein Frachtschiff baut, was so Container transportiert, dann sind es immer noch gebaut mit den gleichen Längen- und Breitenverhältnissen. Ich finde das einfach unglaublich. So ein Frachtschiff ist heute mindestens so groß wie ein Fußballfeld. Und in Hamburg werden im Jahr ca. 9 Millionen Container aufgeladen, umgeladen, auf LKWs, auf andere Schiffe und so transportiert. 9 Millionen, das ist eine 9 mit 6 Nullen. Das ist einfach unglaublich. Wir sind als Familie auch mal auf einem Boot gewesen, in Irland. Es war ein kleines Rudermotorboot, so wie so ein kleines, etwas größeres Schlauchboot, kann man sich das vorstellen. Das sah ungefähr so aus. Und zwar waren wir angeln. Wir hatten keine Ahnung, wie man sowas macht, aber wir haben tatsächlich für unsere Verhältnisse, einen riesen Fisch gefangen. Der ist wie wild rumgesprungen im Boot. Und ja, es hat nicht viel gefehlt und wir werden gekentert mit dem Boot. Aber am Ende ist alles gut gegangen und wir hatten ein sehr leckeres Abendessen mit dem Fisch. Warum also so viel über Boote? In der Hauptgeschichte geht es nämlich nachher auch um ein Boot. Lasst euch überraschen. Schön mit dir.
Dies ist die Geschichte von Jonas und seinem Boot. Jonas ist ein Junge, der am liebsten jede freie Minute draußen in der Natur verbringt, wenn er nicht in der Schule ist oder zu Hause seiner Mutter hilft. Ah, da ist er ja schon. Er liegt in der Wiese und träumt von einem großen, hübschen Segelschiff, welches er eines Tages besitzen wird, wenn er groß ist. Aber das geht noch sehr lange. Das weiß er selber auch. Und es braucht viel Geld. Am Samstag hilft er seiner Nachbarin in ihrem Garten. Jedes Mal, wenn er fleißig geholfen hat, holt sie ein Glas mit kleinen Münzen und Jonas bekommt eine. Die bringt er nach Hause und legt sie in seine Schatztruhe unter dem Bett. Er ist ein fleißiger Junge und der Garten sieht auch wirklich wundervoll aus. Kürzlich hat sie ihm sogar gezeigt, wie man Rosen schneiden muss. Und das will was heißen, weil die Rosen ihr ganzer Stolz sind. Andächtig ist er jeder Bewegung gefolgt und die selbst geschnittenen Rosen hat er anschließend seiner Mutter gebracht. Nun ist wieder Samstag. Gleich nachdem er das Geschirr gespült hat, macht Jonas sich auf den Weg. Heute ist der kleine Hafen sein Ziel, der gerade außerhalb des Dorfes liegt. Zuerst isst er seinen mitgebrachten Apfel an einem schönen Platz mitten im Schilfrohr, wo er früher einmal das Nest einer Moorhenne gefunden hatte. Jonas liebt Wasser und dieser warme Nachmittag bietet sich ausgezeichnet für eine kurze Abkühlung an. Aber heute hat Jonas noch etwas anderes vor. Er hat eine wunderbare Idee in seinem Kopf reifen lassen. Wenn es auch noch lange dauern wird, bis er ein eigenes Boot besitzen kann, möchte er sich eines aus Holz selber basteln. Ja, das möchte er. Dann muss er sich die Boote zuerst mal näher anschauen und alle Details in sich aufnehmen, damit er zu Hause noch weiß, wie es aussehen soll. Wow, sind die Segelschiffe hübsch gebaut, denkt er. Prüfend lässt er seinen Blick über den Rumpf, das Deck und den Mast gleiten. Er wird Holz brauchen und ein Schnitzmesser und Schleifpapier. Und wo könnte man besser schnitzen als hier, überlegt er sich. Schnell springt er auf, um zu Hause etwas Holz und sein Schnitzmesser zu holen. An einem schönen Sommertag nimmt er sein Boot mit zum Bach, um es dort schwimmen zu lassen. Die leichte Strömung treibt das Schiff träge voran. Jonas kniet am Ufer und lässt den Bindfaden durch seine Finger gleiten. Er ist so in den Anblick vertieft, dass er die Stimmen hinter sich gar nicht hört. Und er fährt zusammen, als drei Kinder, die viel älter sind als er, plötzlich neben ihm auftauchen. «Hey, lass uns auch mal!» sagt der Älteste. Das Herz schlägt ihm bis zum Hals. Der Große hat ihm schon die Fadenrolle aus der Hand gerissen und holt das Boot ein. Jonas landet unsanft zwischen Schilf und Nesseln. Einen Moment lang sieht er gar nichts. Als er sich endlich wieder aufgerafft hat, sind die Kinder verschwunden und mit ihnen das Boot. Zu Hause berichtet er seinen Eltern, was geschehen war. Und abends im Bett kann er die Tränen nicht länger zurückhalten. Sein Vater hat ihm angeboten, beim Bau eines neuen Bootes zu helfen. Aber das würde niemals dasselbe sein. Dieses Boot war sein allererstes gewesen. Er hatte es ganz alleine gemacht und es hat ihm allein gehört. Nie würde er dieses Boot vergessen. Eines Nachmittags fährt er mit dem Fahrrad in die Stadt, um ein Geburtstagsgeschenk für seine Mutter zu kaufen.
Auch in der Stadt gibt es Wasser, womit man spielen kann. Hätte ich doch mein Boot noch, denkt er, dann könnte ich es auch hier schwimmen lassen. In der Stadt gibt es genug Läden und es dauert auch nicht lange, da hat Jonas das perfekte Geschenk für seine Mutter gefunden. Nachdem er es bezahlt hat, wählt er für den Heimweg eine Abkürzung, die ihn durch schmale Seitenstraßen führt. Dort gibt es viele Trödelläden und Jonas bestaunt die Auslagen in den blinden Fenstern. Was es da nicht alles gibt! Plötzlich macht er eine Vollbremsung. Da, mitten in einem Schaufenster, zwischen Kerzen und Schüsselchen, steht sein Boot. Jonas stürzt in den Laden. Das Boot im Fenster, ruft er atemlos. Das ist meins. Ich hab's gemacht. Der alte Ladeninhaber blickt ihn über den Rand seiner Brille an. Irrtum, junger Mann. Es gehört mir. Ich hab's vor Wochen ein paar Kinder abgekauft. Aber ich hab's doch gemacht. Es gehört mir. Wirklich. Bitte geben Sie es mir. Nur wenn du mir den Preis bezahlst. Es steht unten drauf. Ich habe gerade mein Geld für ein Geschenk für meine Mutter aufgebraucht, ruft Jonas verzweifelt aus. Da musst du dir eben noch welches besorgen, meint der Ladenbesitzer. Jonas merkt, dass all sein Reden nutzlos ist. Aber noch ist es nicht zu spät. Er rast nach Hause. Sein Vater sitzt gerade vor dem Haus. Papa, ruft er ihn schon von Weitem zu. Du musst mir unbedingt etwas Geld leihen. Geld leihen? Wofür denn? Und wie viel denn? Und wie willst du es mir zurückzahlen? Ich wasche dir das Auto oder mähe 100 Mal den Rasen oder mache alles, worum du mich bittest. Aber du musst mir das Geld leihen. Es ist für mein Boot. Wenn ich mich beeile, schaffe ich es noch, bevor der Laden schließt? Der alte Mann wollte gerade die Ladentür abschließen. Da stürzt Jonas auf ihn zu. Ich hab's Geld, ruft er. Geben Sie mir jetzt bitte das Boot. Ich verkaufe dir mein Boot, sagte der Alte lachend und holte es aus dem Schaufenster. Als er nach Hause kommt, findet er dort seinen Vater auf ihn wartend. Weißt du was, Papa, sagt er. Ich habe gerade gedacht, eigentlich gehört mir das Boot jetzt zweimal. Ich hab's gemacht und ich hab's gekauft. Ist das nicht erstaunlich? Ja, sagt der Vater nachdenklich. Und so ist es auch mit uns. Gott hat uns gemacht und er hat uns gekauft. So kostbar sind wir in seinen Augen. Jonas, das darfst du nie vergessen.
Vielleicht kannst du das mal ausmachen. Einen Moment. So, hallo liebe Kinder. Herzlich willkommen zu unserer Bibel-Entdecker-Runde. Vielen Dank für eure tollen Bilder und ich bin gespannt, wer den Preis gewinnt. Sicher ist es jetzt schon, dass wenn wir nach den 10 Geboten leben, reich beschenkt sind. David, kennt ihr David? Er war ein großer König von Israel und er konnte sehr gut Harfe spielen und hat ganz viele Lieder komponiert. Das nennen wir die Psalmen. Und die meisten dieser Psalmen hat uns David geschrieben. Und in einem dieser Psalmen, in einem dieser Lieder, da singt David Psalm 19, Vers 1, findet ihr das? Herr, ich will dir dienen. Wie gut, dass mich dein Gesetz vor falschem Weg warnt. Wer sich an deine Gebote hält, wird reich belohnt. Also Kinder, wenn ihr euch an die Gebote Gottes haltet, werdet ihr reich belohnt. Heute ging es ja viel in der Kinderstunde um Boote und Schiffe. Ich habe hier auch so eins aus Playmobil. Dieses Boot habe ich hier bei Israel gefunden und versuche gerade in der Badewanne damit zu schwimmen. Gar nicht so einfach. Ja, der Noah, ich glaube, da steht hier sogar irgendwo drauf. Das Boot heißt, glaube ich, Noah. Da steht's, Noah. Das soll die Arche sein. Die sah natürlich ein bisschen anders aus als dieses Boot hier. Aber ich habe mal versucht, das hier ein bisschen nachzuspielen. Übrigens, der Name Noah bedeutet Ruhe. Also ich bitte jetzt mal um Noah. Ich bitte jetzt mal um Ruhe. Und Noah lebte, als es noch überhaupt keine 10 Gebote gab. Und trotzdem lesen wir von ihm 1. Mose 6, Vers 9. Noah war ein rechtschaffender Mann. Ganz im Gegensatz zu seinen Zeitgenossen. Er ging seinen Weg mit Gott und hörte auf ihn. Stellt euch das vor, Kinder. Noah und seine Familie waren die einzigen guten Menschen auf der Erde. Und warum war das so? Weil er mit Gott lebte und auf Gott hörte. Ach, ich wünsche euch das. Ich wünsche euch das so sehr, dass ihr mit Gott lebt und auf ihn hört. Es ist gar nicht so einfach, hier zu sprechen und gleichzeitig dieses Boot hier unter Kontrolle zu halten. Ich hoffe, ihr seht es mir nach, dass ich manchmal nicht in die Kamera gucke. Also, wir haben ja in der Hauptgeschichte schon viel gelernt, dass Gott uns durch seinen Sohn Jesus Christus zurückgekauft hat. Obwohl wir sein Eigentum sind, musste er uns zurückkaufen. Wir haben wirklich einen sehr barmherzigen Gott. Und das wird auch in der Geschichte von Noah sehr deutlich. Damals kamen alle Menschen bis auf Noah und seine Familie um. Wir sagen dazu, dass dies ein Gericht Gottes war. Gott hat die Menschen für all das Böse gerichtet, weil sie nicht umgekehrt sind von ihrem bösen Weg. Und dabei hatten sie so viele Jahrzehnte Zeit, Buße zu tun und zu Gott zurückzukommen. Aber nach dem Gericht wollte Gott wieder gnädig sein. Gott hat uns sogar ein Zeichen am Himmel gegeben, damit wir immer daran denken, wie gnädig er ist. Wisst ihr, was für ein Zeichen das war und wofür es stand? Habt ihr es sogar mal gesehen? Ihr könnt das bestimmt schon richtig gut malen, oder? Vielleicht sogar fotografieren. Dafür muss es regnen und gleichzeitig die Sonne scheinen. Ja, was ist das? Ich bin gespannt auf eure Lösung. Und wir brauchen eure Bilder wieder bis zum 30. Juni um 18 Uhr. Das Bild und das Versprechen, das Gott mit diesem Zeichen uns gegeben hat. Und Gott will uns alle gnädig sein. Und das größte Zeichen seiner Gnade und Liebe ist, dass sein Sohn Jesus Christus für uns am Kreuz gestorben ist. Er hat für all das Böse bezahlt, was wir getan haben. Das ist wirklich eine ganz großartige Botschaft. Die habe ich mein ganzes Leben lang verkündigt. So, jetzt wünsche ich euch noch ganz viel Freude bei der Preisverleihung. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiedersehen, Wiedersehen.
Wir haben in der Geschichte ja von den Jungen gehört, der ein Boot gebaut hat. Und jetzt haben wir auch lauter kleine Boote gebaut, wo überall ein Name von euch draufsteht. Die werden wir jetzt hier auf den Bach draufsetzen und losfahren lassen. Und dann wird der David zwei Gewinner einsammeln. Mal schauen, wer gewonnen hat. Es gibt sogar zwei Gewinner heute. Gewonnen haben Elias und Johanna. Herzlichen Glückwunsch, Elias und Johanna. Ihr habt das alle großartig gemacht. Und wisst ihr was? Wenn ihr keine Kinderstunde mehr verpassen wollt, dann abonniert ihr am besten den Kanal. Und nächste Woche, Freitag um 16 Uhr, ist wieder eine Kinder-Sunny-Highway-Stunde. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hallo Kinder, hallo ihr, Sunny Highway war wieder hier. Hallo Kinder, hallo ihr, Sunny Highway war jetzt hier. Mit Singen und Spielen, ja, das ist doch klar, geht zum Himmel Schritt für Schritt. Alle groß und klein, lasst uns alle fröhlich sein. Alle fröhlich sein. Hallo Kinder, hallo ihr, Sunny Highway war wieder hier. Hallo Kinder, hallo ihr, Sunny Highway war jetzt hier. Hallo Kinder, hallo ihr, Sunny Highway war jetzt hier.